Hallo und herzlich willkommen bei Veggie Leo. Heute zeige ich euch nochmal, was ich in letzter Zeit alles so gegessen habe. Hier zum Beispiel zum Frühstück nehme ich gerne mit zur Arbeit auch schon mal so Schwarzbrot mit veganem Käse oder veganer Wurst und dazu immer was Frisches, in diesem Fall jetzt einmal Kohlrabi. Sehr gerne zu Hause esse ich auch frische Brötchen oder Brot mit Avocado, Kalanamaksalz, Tomaten und Zwiebeln. Außerdem gibt es sehr häufig bei uns die selbstgemachte vegane Teewurst, verlinke ich euch auch gerne nochmal, die liebt mein Mann nämlich sehr. Und was ich auch schon mal gerne esse und jetzt im Winter auch schon mal öfter, ist ein Obstsalat, einfach aus Äpfeln, Orangen und Bananen. Kommen wir jetzt mal zum Mittagessen. Hier in dem Fall habe ich jetzt die Bratwurst von Like Meat, die finde ich ganz gut. Dazu Kartoffeln, Brokkoli und meine ruckzuck leckerste Soße. Auch die kann ich euch gerne nochmal verlinken. Die ist super schnell gemacht und schmeckt ganz fantastisch. Diese Soße schmeckt ziemlich ähnlich und zwar ist es einfach Sojasahne mit Wasser gemischt und dazu eine Tüte Zwiebelsuppe. Ganz, ganz easy und schmeckt super lecker. In dem Fall jetzt mit Kartoffeln, Rosenkohl und dem Cordon Bleu von der Rügenwalder Mühle. Heute gibt es Ofengemüse und zwar alles, was ich noch so da hatte: Kartoffeln, Champignons, Paprika und so weiter. Und gewürzt habe ich das hier mit diesem Mrs. Dash. Das ist so ein salzfreies Gewürz, schmeckt wirklich ganz lecker. Und das habe ich jetzt alles im Ofen halt gebacken. Und dazu habe ich parallel einen Dip gemacht aus Sojajoghurt, Kräutersalz und Petersilie und generell noch so ein paar Kräutern. Dill muss bei mir auf jeden Fall auch immer rein. Und das Ofengemüse ist jetzt fertig. Es ist super, super easy und schmeckt immer nur genial. Dazu gab es den Dip und ein bisschen Fladenbrot. Von dem Fladenbrot hatte ich jetzt noch was über und das hält sich ja nicht so lange. Mittlerweile mache ich es auch selber, habe ich euch auch schon ein Video zugezeigt. Das war jetzt fertig gekauft, habe ich jetzt einfach mit ein bisschen Creme Vega bestrichen, eine Hälfte. Und dann habe ich einen Rest von veganem Feta, den ich noch hatte, mit drauf gegeben. Dann geschnittene Tomaten und Zwiebeln. Und dann habe ich das Ganze zusammengeklappt und hier in meinem Kontaktgrill gegrillt. Ich habe noch Kräutersalz drüber gegeben. Und ja, wenn das dann fertig ist, dann ist das außen knusprig und innen ist der Käse so ein bisschen zerlaufen und es schmeckt einfach nur super lecker und macht kaum Arbeit. Es gibt nochmal das Cordon Bleu von der Rügenwalder Mühle, das finde ich nämlich wirklich ziemlich lecker. Dazu eine bunte Gemüsemischung und Kartoffelpüree habe ich einfach mit Sojamilch und ein bisschen Margarine gemacht. Ich hatte noch zwei Brötchen übrig. Das sind meine Schweizer Bürlis, die backe ich ja immer am Wochenende. Und wenn die dann schon länger liegen, dann schmecken die so nicht mehr. Dann habe ich die einfach in kleine Würfel geschnitten und Croutons draus gemacht. Parallel dazu habe ich im Thermomix eine Zwiebelsuppe gekocht und die Croutons habe ich dann drüber gegeben. Und dann für mich Simpli wie Reibekäse mit rein, für meinen Mann eine Scheibe Gouda. Das schmilzt dann einfach so in der heißen Suppe und das muss ich nicht extra nochmal überbacken. Und ihr wisst ja, ich mag es einfach und unkompliziert und auch so war das super lecker und auch wieder ruckzuck gemacht. Ich habe euch ja auch schon mal ein Rezept für veganen Sauerbraten präsentiert. Dieses Mal habe ich es hier versucht mit diesem Big Steak von Fantastic Foods. Das hat mir aber nicht so gut geschmeckt. Nur ich habe noch welche davon und die mussten unbedingt weg, aber mit Seitan finde ich es einfach besser. Wir haben Besuch und es gibt Pizza. Die rechte Seite hier ist mein Teil, belegt mit Zwiebeln, Paprika, Champignons und Oliven und mit dem Simpli-Wie-Käse überbacken und mit Oregano bestreut. Schmorgurken habe ich schon ewig nicht mehr gemacht und deswegen muss das jetzt nochmal her. Das Rezept dazu verlinke ich euch auch gerne nochmal unter dem Video. Dieses Mal habe ich allerdings noch veganes Hackfleisch mit reingetan. Das ist das aus dem Lidl, was bei dem Tofu liegt, also nicht das aus der frischen Theke. Und das habe ich dann genauso sonst zubereitet wie in dem Rezept, was ich euch schon mal vorgestellt habe. Schmeckt einfach genial, müsst ihr unbedingt mal nachmachen, falls ihr das noch nicht kennt. Richtig, richtig gut. Dazu gibt es Kartoffeln. Heute ist es so kalt und ich habe noch mal richtig Lust auf eine schöne heiße Suppe. Und da habe ich letztens hier aus dem DM-Markt diese vegane Chorizo mitgenommen. Die eignet sich wirklich super gut so als Suppeneinlage oder wenn man so einen deftigen Eintopf machen möchte. So essen würde ich die jetzt nicht, aber da passt das halt ganz toll. Als Gemüse ist da drin Möhren, Lauch, Sellerie. Dann habe ich grüne Bohnen verwendet und ein Glas weiße Bohnen habe ich noch mit reingegeben, damit man auch ein bisschen was Sättigendes noch hat. Und dann habe ich an Kräutern nur Bohnenkraut noch mit drin. Ja, es ist einfach nur richtig, richtig wohltuend bei so kaltem Wetter.
Morgen soll es indisches Butter-Chicken geben, also natürlich in vegan. Und ich habe hier schon mal Sojawürfel in Tikka-Paste eingelegt. Die habe ich vorher im Thermomix zubereitet. Dann am nächsten Tag habe ich hier Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer geschnitten. Und dann habe ich hier noch Chili. Dann wird das alles angebraten. Also ich habe schon mal auf Instagram nachgefragt, ihr wollt ein Rezept dazu haben. Es schmeckt nämlich wirklich einfach nur fantastisch. Ist aber ein bisschen mehr Arbeit als meine Rezepte, die ich sonst so präsentiere. Und man benötigt halt wirklich auch viele Gewürze dafür. Lohnt sich aber definitiv. Schmeckt ganz, ganz fantastisch. Das ist ein Rezept aus dem Thermomix-Kochbuch Die Aromen Indiens im Übrigen. Aber wenn ihr wollt, dass ich euch das vorstelle als Video, dann schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare. Es gibt mal wieder was aus dem Backofen und zwar dieses Mal einfach nur Kartoffeln und Blumenkohl. Ich habe ein kleines bisschen Öl damit reingegeben und Gewürze und ein bisschen Semmelbrösel. Das Ganze kommt dann in den Backofen und wird so lange überbacken oder gebacken, bis es fertig ist. Dazu habe ich parallel wieder einen Dip gemacht aus Sojajoghurt und Kräutern. Und dann habe ich noch so kleine vegane Nuggets dazu gemacht und das gab es dann zusammen und war richtig gut. Heute ist nochmal Resteverbrauchen angesagt. Ich habe hier noch einige Champignons gehabt, einen Rest von veganem Feta. Dann habe ich hier noch diese Buchweizennudeln, das Paket war schon angefangen. Dann habe ich Tomatenmark, Creme Vega da stehen. Und im Einzelnen zeige ich euch das mal eben. Ich habe hier einfach die Champignons mit Zwiebeln angebraten. Dann habe ich ein bisschen Gemüsebrühe mit reingetan und dann habe ich die Nudeln einfach damit reingegeben. Das ist also so ein One-Pot-Gericht im Grunde genommen. Dann habe ich noch ein bisschen Tomatenmark mit untergerührt. Einen Rest Reis, den ich hatte, der kam auch einfach direkt noch mit rein. Und dann ein bisschen Creme Vega. Dann habe ich das alles gut vermischt. Und ganz zum Schluss habe ich den veganen Feta mit drüber gegeben. Der kann dann so ein bisschen leicht anschmilzen. Und auch wenn man jetzt sich das vielleicht nicht so gut vorstellen kann, aber es war wirklich sehr lecker. Ich habe hier mal eine vegane Fertigpizza ausprobiert. Diese hier ist von Garden Gourmet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie so eine schlechte Pizza gegessen. Also der Teig, der schmeckt irgendwie nach Mehl, gar nicht so richtig gewürzt alles. Es schmeckt einfach nur wässrig. Das Gemüse kann ich euch auf jeden Fall nicht empfehlen. Für den kleinen Hunger zwischendurch habe ich gerade mal was improvisiert. Und zwar hatte ich noch tiefgefrorene, ich glaube Flammenspieße heißen die, aus dem Aldi Süd gab es die zum Grillen. Ich weiß gar nicht, ob die noch haben. Die habe ich aufgetaut, klein geschnitten und mit Zwiebeln in der Pfanne angebraten. Dann hatte ich noch Wraps und dann habe ich einfach einen Wrap genommen, habe eine Scheibe Simply-Vie draufgegeben, das kurz in der Mikrowelle schmelzen lassen. Und dann habe ich die Füllung auf dem Wrap verteilt und dann noch eine Tomate aufgeschnitten, damit auch ein bisschen was Frisches mit reinkommt. Und das Ganze dann als Wrap zusammengerollt und gesnackt. Es gibt nochmal Rosenkohl. Ich liebe es ja gebraten. Also ich mag generell Gemüse gebraten unheimlich gerne. Einfach mit ein bisschen Margarine und Salz. Dazu gab es Kartoffeln und nochmal meine ruckzuck leckerste Soße. Die Reste gab es am nächsten Tag. Aus den Kartoffeln habe ich einen Kartoffeln-Gurkensalat gemacht, den Rosenkohl einfach nochmal aufgewärmt und dazu gab es aus dem Backofen vegane Fischstäbchen und vegane Nuggets. Immer wenn man mal nicht weiß, was man kochen soll, ist es gut, wenn man Wraps im Haus hat. Hier habe ich jetzt Zwiebeln mit dem veganen Hack aus dem Aldi angebraten und ich finde das vegane Hack aus dem Aldi einfach richtig gut. Wollte ich euch nochmal sagen, ich habe es euch, glaube ich, schon mal vorgestellt, aber nicht jeder guckt ja jedes Video. Das ist auf jeden Fall echt besser als das aus dem Lidl, zumindest nach meinem Geschmack, wobei ich die Burger aus dem Lidl besser finde. Dann habe ich passierte Tomaten mit hineingegeben, das Ganze natürlich gewürzt mit Salz, Pfeffer, Paprika, Oregano und das, was ich normalerweise nicht kaufe, aber jetzt einfach noch im Haus hatte aus irgendeinem Grunde, das waren so kleine Döschen, so Gemüsemischung mit Paprika, Mais und Erbsen. Und die habe ich jetzt einfach mal verbraucht und damit hineingegeben. Dann habe ich so einen Wrap genommen und habe wieder eine Scheibe veganen Käse drauf schmelzen lassen und habe dann auf der anderen Seite die Füllung hineingetan und das Ganze zusammengeklappt und dann gegessen. Es sieht unspektakulär aus, war aber erstaunlich lecker. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber ist so ähnlich wie Chili. Dann habe ich nochmal meinen veganen Parmesankäse gemacht, ganz einfach aus Cashewkernen, Hefeflocken und Kräutersalz. Und dazu gab es ganz simpel Spaghetti mit Tomatensoße.
Und damit endet dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!